Was ich von der Politik verlange, ist, dass man alle Auswirkungen, die so eine Krise hat, beleuchtet und nicht nur die virologische Auswirkung. Die Leute denken, dass eine Maske sie vor allem schützt. Ja, sie verstecken sich dahinter. Liebe Menschen, heute gibt es mal wieder einen Real Talk, nämlich geht es darum, Kommentare zu kommentieren, die es unter dem letzten Video gab. Das haben wir ja aus unserer heutigen Sicht erst gestern veröffentlicht. Also du warst ja dann leider nicht dabei, Nee. Aber der Stefan, und mit dem war ich ja unterwegs und dann ging es ja auch gleich los, dass wir uns bei McDonald's einen Kaffee geholt haben, so to go. So ging die Tour los und da kam dann ein Kommentar von Patrick, da hieß es dann: Deine Maskenverweigerei geht mir echt langsam auf den Keks, habe deine Videos immer gerne geschaut, aber es gibt ja kein Video mehr, wo du das in irgendeiner Form zum Thema machen wirst. Nicht, meint er wahrscheinlich, ne? Wo ich das nicht zum Thema machen würde. Ja, warum ist das so? Es ist ja überall auch Thema. Es ist in den Medien überall Thema. Es ist, wenn man nach draußen geht, überall Thema. Wenn man zum Einkaufen geht, wenn man mit Bus oder Bahn fahren will. Man wird ja an allen Ecken und Enden auch daran erinnert. Man kann sich ja kaum noch frei bewegen, ohne nicht sich mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen. Ganz genau. Und dass das bei uns in jedem Video jetzt praktisch kommt, liegt einfach daran, dass uns das natürlich beschäftigt. Also man würde jetzt irgendwo, was weiß ich, gerne in ein Café gehen, aber nein, die Cafés waren zu. Ja? Zu dem Zeitpunkt, als wir das Video nämlich aufgenommen haben, da war Lockdown. Das Einzige, was ging, war außer Hausverkauf von Fastfood-Ketten und sowas. So, da heißt es hier weiter in dem Kommentar: Überall auf der Welt tragen die Menschen zurzeit Masken, um sich und vor allem andere, insbesondere Immungeschwächte, zu schützen. Klar ist es noch nicht bewiesen, ob es wirklich etwas bringt, aber sieht man die Auswirkungen in vielen anderen Ländern, glaube ich, haben wir durch unser Verhalten hier schon die richtigen Wege eingeschlagen. Wir sitzen alle im selben Boot. Aber wenn es nicht mal bewiesen ist. Das Ding ist halt, das Ganze macht es zu einer Staatsreligion. Ja. Ne? Es ist auch nicht bewiesen, dass es den einen oder anderen Gott gibt oder dass es mehrere Götter gibt und so weiter. Und unser Staat schreibt uns nicht vor, dass wir einen christlichen Gott anzubeten haben oder einen muslimischen Gott oder vielleicht eine ganze Reihe von Göttern. Es ist auch nicht bewiesen, dass Heilsteine helfen. Deswegen werden wir auch nicht alle gezwungen, dass wir alle Heilsteine an uns tragen oder in der Wohnung aufstellen oder wo auch immer. Also das kann man ja ins Unermessliche weiter stricken. Ja, also das Problem ist, wenn man Vorschriften macht, an die sich Leute halten müssen, dann müssen diese Vorschriften auch in der Lage sein, etwas zu bewirken. Und da reicht es nicht, dass die Regierung irgendwas glaubt, dass es vielleicht irgendwie so sein könnte. Weil wenn jetzt irgendeiner in der Regierung glaubt, man müsse dem Donnergott jede Woche ein Schaf opfern, dann würden wir jetzt sagen, okay, wir lockern den Tierschutz an der Stelle und opfern jede Woche ein Schaf. Und wenn dann uns nichts Schlimmes passiert, dann können wir sagen, siehst du mal, uns passiert deswegen nichts Schlimmes, weil wir immer schön opfern. Ja, genau. Das ist ja dann der Beweis. Wenn jede Woche ein Schaf ausbluten gelassen wird, ja, und dem Donnergott gegeben wird und dann gibt es mal 3 Wochen lang kein Gewitter, dann ist das der Beweis, dass das mit dem Schaf was gebracht hat. Ja, ne? Genau. Und genauso ist es. Der Beweis, dadurch, dass wir jetzt eine Maskenpflicht haben, da hält sich zwar keiner so richtig dran, jedenfalls nicht so, wie es vorgeschrieben und empfohlen wird. Also es gibt ja Vorschriften, es gibt Empfehlungen und weder an das eine noch an das andere halten sich die Leute im Wesentlichen. Das wird einfach nur behauptet in den Medien, dass es so sei, aber es ist nicht so. Nee. Das haben wir vorhin wieder gesehen im Supermarkt. Kaum kommen die Leute aus dem Supermarkt raus, bleiben sie in der Ausgangstür stehen, reißen sich die Maske runter, also stellen erstmal ihre Einkäufe hin, um die Hände frei zu haben, um sich die Maske runterzunehmen. Und der Nächste, der aus der Tür rausgehen will, der unterschreitet natürlich den Mindestabstand, weil der andere Mensch ihm im Weg steht. Geht ja gar nicht anders, ja. Nee, ja? Geht ja gar nicht anders, sonst kommt man ja gar nicht raus beim Ausgang. Also genauso könnte ich behaupten, der Umstand, dass obwohl die Leute die Maske sich zu früh runterreißen, obwohl sie nicht die 1,50 Meter Abstand halten, ist ja gerade der Beweis dafür, dass auch ohne diese Maßnahmen es nicht zu einer Verschlimmerung der Pandemie in unseren Breiten kommt. Könnte ich behaupten. Es ist von mir eine Behauptung. Ich habe das nicht belegen können bis jetzt, aber die Regierung hat auch nicht belegen können, dass ihre Variante stimmt. Ja. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wir leben in einem Rechtsstaat, hoffentlich noch, ja. Und da ist es immer so, derjenige, der meine Rechte einschränken will, der muss beweisen, dass es verhältnismäßig ist, was er da von mir verlangt. So rum ist die Beweislast und nicht andersrum. Und das hat auch nicht was mit Solidarität zu tun. Hier heißt es nämlich weiter:
Wir alle müssen uns daran halten und solidarisch miteinander umgehen. Du als YouTuber, der mit seinen Followern, der jede Menge Content schafft, solltest dir endlich deiner verantwortlichen Rolle bewusst werden und dich in dieser Hinsicht einfach mal zurückhalten. Nein, eben gerade nicht. Es geht hier darum, dass wir die Grundfreiheiten verteidigen. Das ist ein Angriff auf unsere Grundrechte. Und da geht es nicht nur ums Maskentragen. Da geht es darum, dass etliche Geschäfte eine Zeit lang schließen mussten, manche Geschäfte noch immer geschlossen sind, gerade die Clubs und Diskotheken, die Veranstaltungsbranche und so weiter. Und da kann man nicht einfach mal sagen, da soll ich mich mal ein bisschen raushalten, lasst uns doch einzelne Wirtschaftszweige einfach runterwirtschaften, einfach schließen, den Bach runtergehen. Das fangen wir als Solidaritätsgemeinschaft schon irgendwie auf, nicht? Also ich meine, wenn ein paar Branchen pleite gehen, die finanzieren wir noch mit. Das ist ja gar kein Problem. Wenn die Veranstalter alle pleite gehen, wenn die Gastwirte zur Hälfte pleite gehen oder so, ja, weil sie auch nur noch die Hälfte von Gästen bedienen dürfen und es dann nicht mehr tragbar ist und so, nicht mehr wirtschaftlich. Das ist kein Problem, die finanzieren wir alle noch mit. Wir erwirtschaften doch genug Geld. Ist ja genug offen in der Wirtschaft, ne? Oder wie? Nein, das ist alles viel zu naiv gedacht. Die ganze Wirtschaft, die sind kleinteilige Gebilde, alles Zahnrädchen in einem großen ganzen Wirtschaftssystem, wo am Ende ein Bruttosozialprodukt rauskommt, ja. Und wenn man da an einer Stelle eingreift, dann funktioniert an anderen Stellen wieder was nicht. Und da kann man nicht einfach hingehen und sagen, aber wir müssen uns ein bisschen solidarisch zeigen. Was ich von der Politik verlange, ist, dass man alle Auswirkungen, die so eine Krise hat, beleuchtet. Und nicht nur die virologische Auswirkung, die psychologische Auswirkung auf die Menschen, was das mit denen macht. Die wirtschaftlichen Auswirkungen, die gesellschaftlichen Auswirkungen, die Auswirkungen auf das Bildungssystem, die Auswirkungen auf die Gesundheit, auch Sport und solche Sachen. All das muss man doch berücksichtigen. Ja, wird aber nicht gemacht. Ja? Und jetzt haben die Gerichte ja schon in der Anfangszeit gesagt, naja, das muss man jetzt mal machen, das ist eine besondere Situation. So ein Lockdown ist schon mal verhältnismäßig, aber man muss regelmäßig prüfen, ist er noch verhältnismäßig, muss man Maßnahmen anpassen. Ja, und was passiert? Ja, also ich krieg nicht mit, dass noch irgendwie groß was geprüft wird. Nee, früher war es so, am Anfang im März, im April, da waren Angela Merkel und die Regierenden der Länder saßen zusammen in Konferenzen, oder saßen nicht zusammen, aber haben Videokonferenzen abgehalten und sich abgestimmt über neue Maßnahmen, über Infektionszahlen und so weiter. Und das ist alles zurückgefahren worden. Man versucht, in eine neue Normalität zurückzukehren. Es werden halt leider auch wirklich wichtig, also auch andere wichtige Themen total unter den Tisch gekehrt. Also ich meine zum Beispiel die Umweltverschmutzung, die Klimaerwärmung, all diese Sachen beispielsweise. Also bevor dieses ganze Corona-Gedöns war, hat man ja ständig was davon gehört und von wegen, ja, wir müssen jetzt unbedingt was machen. Ja, aber gar nichts mehr. Ja, oder auch Änderungen im Telekommunikationsrecht, wo man dann versucht, die Anbieter zu verpflichten, dass sie Passwörter und Nutzerdaten und sowas herausgeben müssen an Geheimdienste, an Strafverfolgungsbehörden und was weiß ich was alles, ja. Also der Versuch, irgendwie Ende-zu-Ende-Kommunikation, so gut es auch geht, irgendwie zu unterbinden, damit die Bürger besser überwacht werden können und solche Sachen. Das wird alles so im Hintergrund von Corona durchgedrückt. Da kriegt man gar nichts mit von. Ja, es wird halt auch, das Schulsystem ist ja schon lange in der Kritik, seit Jahrzehnten. Und ja, jetzt durch Corona läuft es ja noch schlechter dort. Die Kinder haben vielleicht ein, zwei Stunden Unterricht am Tag, aber auch nicht jeden, vielleicht jeden zweiten Tag. Das ist ja dann auch, jedes Bundesland handhabt das ja auch ein bisschen unterschiedlich. Und da wird halt dann auch den Kindern ein Recht auf Bildung verweigert. Ja, vor allem es ist ja auch schlecht umgesetzt. Das macht ja, das macht doch die Kinder auch fertig, wenn die da mit Masken und Mindestabstand und so weiter. Das macht auch ganz viel mit der Psyche der Kinder. Ja, natürlich. Weil gerade für Kinder ist es wichtig, dass sie eben die ganze Mimik deuten können. Die brauchen das ganz, die brauchen das einfach, dass sie sehen können, wie guckt der Erwachsene, lächelt der, hat der, also da gibt es ja kleinste Sachen, die man dann sehen kann anhand von Fältchen, wenn es nur ein leichtes Lächeln ist oder ein strenger Blick oder sonst was. Das ist gerade für Kinder eigentlich ganz wichtig, dass die das Gesicht voll sehen können. Durch die Masken, wo dann mal das halbe Gesicht bedeckt ist, das hat auch psychologische Auswirkungen. Ja, auf jeden Fall. Und man weiß ja auch gar nicht die Langzeitfolgen. Nö, und das wird ja auch nicht untersucht. Man macht ja nicht mal irgendwie eine Vergleichsgruppe, dass man mal sagen würde, okay, also wenn es dann eben so Bundesländer gibt, die das unbedingt weitermachen wollen mit ihrer Maskenpflicht, dann sollen die doch aber bitte aufhören,
auf ihre Nachbarländer so einen Druck auszuüben, wie zum Beispiel das Bayern mit Thüringen gemacht hat, als Thüringen auf die Idee kam, naja, vielleicht können wir doch die Maskenpflicht und diese ganzen Sachen mal auslaufen lassen und mal gucken, wie sich so entwickelt. Und wenn es dann wieder schlimmer wird, können wir ja wieder über Maßnahmen nachdenken. Also genau das, was verhältnismäßig wäre, zu sagen, okay, wir passen die Strenge der Maßnahmen immer an das Infektionsgeschehen an. Und das wird nicht gemacht. Und es stört auch keinen mehr. Die Leute sind inzwischen ruhig, hängen sich einen Lappen ins Gesicht und sagen nichts mehr. Ja, und wenn dann mal jemand was sagt, dann wird man immer noch dafür öffentlich kritisiert. Man wird öffentlich teilweise richtig gedemütigt. Also es fehlt gerade noch, dass man wie im Mittelalter dann kommt und faule Tomaten schmeißt oder sowas. Das fehlt noch auf die Leute, die jetzt keine Maske tragen oder das kritisieren. Gehen wir mal weiter diesen Kommentar durch. Das hat nichts mit Maulkorb zu tun oder dass du deine eigene Meinung darüber haben darfst, also nicht haben darfst, aber deine querulantische, ja, oder querulatorische Art, damit umzugehen und ständiges Gefasel von irgendwelchen herbeifantasierten Ausnahmeregelungen, Fantastereien von ich kann das nicht aus Gesundheitsgründen tragen, weil mir darunter warm wird, was im Übrigen ein derber Schlag in jede Fresse von wirklich kranken Menschen, die eine Maske gern tragen würden, um rücksichtsvoll und solidarisch zu sein, aber es eben aus diesen gesundheitlichen Gründen nicht können, bedeutet, geht mir langsam, sorry, echt auf den Sack. Ja, das kann dir ja gerne auf den Sack gehen, aber diese Ausnahmeregelungen, die habe ich mir ja nicht herbeigesponnen. Die stehen ja in den Verordnungen so drin. In Thüringen zum Beispiel, wenn du aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen keine Maske tragen kannst oder es dir nicht zumutbar ist, dann musst du sie nicht tragen. Ich habe ja einen Rechtsstreit geführt vor dem Thüringer Oberverwaltungsgericht im einstweiligen Rechtsschutz mit dem zuständigen Gesundheitsministerium. Da haben wir auch in den Schriftsätzen vorgetragen, um eben die Antragsbefugnis dazu tun, dass mir unter der Maske warm wird, dass ich da nicht richtig Luft kriege, dass ich dann anfange zu schwitzen und so weiter. Und da hat das Gesundheitsministerium sich vor Gericht damit verteidigt, dass es gesagt hat, ja, wenn er diese Symptome vorträgt, dann braucht er ja gar keine Maske zu tragen, dann ist er ja von der Ausnahmevorschrift umfasst, dann braucht er ja hier gar nicht zu klagen, denn dann kann er sich ja auf die Ausnahmevorschrift berufen. Schönen Dank. Das mache ich und im Supermarkt wurde ich schon wieder vom Verkäufer angemacht Ja. vorhin. Ja? Also so viel zum Thema Theorie und Praxis. Ja? Dann gibt es die Ausnahmevorschriften und wenn man sich darauf beruft, dann glaubt einem auch keiner, dass es eine Das wollen die Ausnahme Leute ist, die gar nicht. sogar das Ministerium anerkannt hätte, wird einem dann wieder Das nicht wollen die Leute geglaubt. gar nicht hören. Man möchte es ihnen dann erklären. Das war ja eben der Fall vorhin im Supermarkt. Du wolltest mit dem Kassierer darüber sprechen. Du wolltest es ihm erklären, weil anscheinend weiß er darüber nicht Bescheid, wurde nicht darüber aufgeklärt. Er war aber völlig beratungsresistent. Er wollte dir gar nicht zuhören. Naja gut, aber er hat dann Ruhe gegeben und er hat dann auch beim Kassiervorgang später nichts mehr Das gesagt. wundert mich, weil in Bayern zum Beispiel, das ist ganz anders. Da lassen sie dich erst gar nicht rein. Das ist mir nämlich passiert. Da bin ich, ich hatte keine Maske dabei. Wollte aber nur Pfandflaschen am Pfandflaschenautomaten abgeben. Der stand so neben dem Eingang. Mehr wollte ich gar nicht machen. Ich gehe rein zur Tür, gehe zum Pfandflaschenautomat, stecke da meine Flaschen rein. Dann kommt der Türsteher. In Bayern ist es nämlich wirklich richtig streng. Da steht dann überall ein Türsteher da. Der hat dann hier die Hände so hingehalten vor dem Pfandflaschenautomat, dass ich da gar nicht mehr meine Flaschen reinstecken kann. Der hat aber keinen Mindestabstand gehalten und hat mich rausgeschmissen, Das ist weil ich ja. keine Maske im Gesicht hatte. Das Obwohl ich Abstand gehalten habe, ich war nicht mal wirklich drin im Supermarkt. Ich stand nur Ups. neben der, So. ich stand nur neben der Eingangstüre, habe Abstand gehalten. Es war auch keiner um mich rum da. Steck da meine Pfandflaschen rein. Der Typ geht her, hält keinen Abstand, schmeißt mich raus. Ja. Das ist eben immer das Ding, ne? Ich habe das auch schon die Diskussion mit Zugbegleitern gehabt in der Deutschen Bahn, wenn ich irgendwie in der Mitte vom Waggon gesessen habe und dann kommt erstmal 10 Meter niemand und 8 Meter hinter mir sitzt nochmal jemand, ja? Und ich sage ja, ich kann hier noch so laut sprechen und spucken, so weit komme ich gar nicht, wie die Fahrgäste sind. Und der Zugbegleiter dann aber Theater macht und ich sage, ja, wenn sich jetzt hier jemand hier gegenüber hinsetzen muss, weil hier sonst kein Platz ist, dann setze ich mir das auf. Nein, Sie müssen hier, das ist ein Zug, Sie müssen hier immer eine Maske tragen. Ich habe gesagt, Sie müssen mal nach Sinn und Zweck dieser Regelung gehen. Nein, wenn Sie das nicht akzeptieren wollen, dann steigen Sie nächste Station aus. Da habe ich gesagt, so, jetzt machen wir mal Folgendes. Sie gehen jetzt mal ganz schnell 1,50 Meter weiter. Es kann ja wohl nicht sein, dass Sie hier mit mir diskutieren, ohne den Mindestabstand einzuhalten. Da sagen die, ja, den Mindestabstand muss ich hier nicht einhalten, es ist zu eng im Zug. Ich sage, es ist nicht zu eng. Der nächste Fahrgast ist 10 Meter weiter vorne. Da können Sie doch wohl 1,5 Meter weiter nach vorne gehen, wenn Sie mit mir reden. Dann ist er aber gegangen und dann war Ruhe. Also, das ist dieses Maskendogma, das geht mir so auf den Sack, als wäre das
das Einzige, was wirkt. Ja, genau. Also der Mindestabstand ist den Leuten inzwischen scheißegal. Das habe ich auch gemerkt, dass die ganzen, also dass sehr viele Hygienekonzepte von dem Großteil der Menschen mittlerweile gar nicht mehr eingehalten wird, wegen dieser Maskenpflicht. Das war ja sogar das, was befürchtet wurde am Anfang, als über die Maskenpflicht diskutiert wurde, ob die eingeführt werden soll. Da weiß ich noch, dass dann Kritiker meinten, nicht, dass dann die Leute alle denken, so, wir haben jetzt eine Maske auf, wir müssen keinen Abstand mehr halten, wir müssen nicht regelmäßig Hände waschen und so weiter und so fort. Genau, das ist jetzt eingetroffen. Die Leute denken, dass eine Maske sie vor allem schützt. Ja, sie verstecken sich dahinter, genau. Die halten keinen Abstand mehr, die tragen die Maske ja auch gar nicht, also viele tragen die Maske nicht richtig. Ich steige im Bus rein und 30% haben die Maske über dem geschlossenen Mund, die Nase ist frei. Sie atmen ja durch die Nase. Wenn der Mund geschlossen ist, dann brauche ich mir ja keine Maske vor den geschlossenen Mund hängen. Was soll denn da durchkommen, wenn der Mund zu ist? Also dann die Nase ist ja aber trotzdem frei. Wenn man keine Maske aufhat und Abstand hält, gerade dass man nicht mit faulen Tomaten beworfen wird, man wird richtig böse angeguckt. Bei uns in Regensburg in den Bussen ist überall so ein kleiner Desinfektionsmittelspender. Und ich weiß noch, am Anfang der Corona-Krise, fast jeder, der eingestiegen ist, hat sich erstmal die Hände desinfiziert. Und mittlerweile, ich sehe nicht einen, der das macht noch. Das macht keiner mehr. Die haben alle die Maske im Gesicht. Ja, in Regensburg. Desinfizieren sich nicht die Hände, waschen sich nicht die Hände, halten keinen Abstand mehr. Mir ist letztens eine alte Frau mit ihrem Rollator über den Fuß gefahren. Also meine Füße sind keine 1,50 Meter lang. Die hat bestimmt keinen Abstand gehalten. Ja, in Regensburg ist auch noch ein kleines Gimmick am Rande. Das sind diese Aushänge im Bus mit den ganzen Hygieneregeln und so Piktogrammen. Die Fahrgäste, die da einen Mundschutz tragen. Und dann sieht man einen, der in die Armbeuge mit Mundschutz in die Armbeuge niest. Wenn sie husten oder niesen müssen, in die Armbeuge. In die Armbeuge. Das warum? Sagt ja schon, dass warum? Weil die Maske nämlich gar nichts bringt. Das haben die selber anerkannt. Genau, weil sonst könnte man ja sein Schnodderröhrchen in die Maske reinpusten, reinniesen, reinhusten. Wenn da nichts rausgeht, warum soll man dann hier noch in die Armbeuge niesen? Genau, ne? Ja. Das ist ein Widerspruch in sich. Ja, und die Leute merken es einfach nicht. Ja? Das ist ja das Schlimme. Alles wird an dieser Maske festgemacht und alles andere. Ja, genau. Als ob die Maske ein Wundermittel auf alles ist. So, und jetzt ist es ja so, neue Erkenntnisse interessieren ja auch gar nicht. Das haben wir ja am Anfang gesagt. Die werden nicht ausgewertet. Inzwischen gehen Studien davon aus, dass, was ja auch dem gesunden Menschenverstand, der immer gerne herbeizitiert wird, entspricht, dass eine Maske nicht nur vor dem schützt, was aus dem Mund rauskommt, sondern auch vor dem, was in den Mund reinkommen könnte. Das heißt, eine Maske schützt sehr wohl auch den Träger. Und da könnte man doch dann auch sagen, Leute, wenn ihr eine Maske aufsetzen wollt, weil ihr euch damit sicherer fühlt, tut das. Es ist nicht schön, wenn Leute dafür ausgelacht werden, wenn sie sowas tragen, weil sie sich dann sicherer fühlen. Aber deswegen muss man doch nicht alle anderen zwingen, das auch zu tragen. Was soll denn das? Gerade wenn die anderen wenigstens auch noch die Hygieneverordnungen einhalten. Und den Abstand halten und so weiter. Den Abstand halten, sich die Hände waschen. Also was soll das? Da könnte man genauso gut hingehen und sagen, wir machen jetzt eine neue Vorschrift, wonach, wenn man rausgeht auf die Straße oder in den Park oder wo auch sonst einem Fahrzeuge, also Autos oder Fahrräder begegnen könnten, dann muss man sich eine Warnweste anziehen, aber nicht nur eine Warnweste, sondern eine Warnjacke, eine fettgepolsterte Warnjacke. Egal, ob es Hochsommer ist oder tiefster Winter. Ja, aber zumindest eine Warnweste, damit alle anderen sehen, da ist ein Fußgänger. Mhm. Und die muss aber auch gepolstert sein, denn wenn jetzt zum Beispiel ein Radfahrer mit einem Fußgänger zusammenstößt, weil der Radfahrer eben doch nicht aufgepasst hat, dass der Radfahrer sich nicht so sehr wehtut, dass er auf einen gepolsterten Fußgänger auftrifft. Ja? Also den Fußgänger schützt die Polsterung natürlich auch ein bisschen, aber wichtig ist, dass der Fremdschutz, dass der Radfahrer geschützt wird, wenn er auf einen Fußgänger drauf fährt und so. Ne? Und wer sowas nicht trägt, der darf eben nicht auf die Straße gehen. Mhm. Warum machen wir denn solche Vorschriften nicht? Ist doch auch für Gesundheitsschutz. Also da merkt man doch, wie absurd das alles ist, ja? Oder schaut euch mal das Märchen vom Blitzschutz von Radfahrer Productions an. Das ist auf jeden Fall mal so eine gute Nachtgeschichte vorm Schlafengehen. Ist auf jeden Fall wert, dass man sich das mal anhört. Kann ich ja mal in die M-Card packen. Ja, pack das rein. Schaut euch das mal an. So, jetzt machen wir weiter. Uns allen geht das gegen den Strich. Wir alle haben unsere Meinung darüber, aber zum Glück ist der Großteil nicht wie du und hält sich einfach daran. Nein, das sehe ich nicht. Die halten sich vielleicht daran, eine Maske im Gesicht baumeln zu haben,
manche auch daran, sie richtig aufgesetzt zu haben. Aber ich sehe niemanden, der sich vorher die Hände desinfiziert, bevor er sich die Maske aufsetzt, wenn er gerade an der Bushaltestelle steht oder bevor er in den Laden reingeht, weil ja meistens auch gar kein Desinfektionsmittel da ist oder ein Waschbecken an der Ladentür. Manchmal hat man das, manchmal nicht. Also diese Hygieneempfehlungen werden schon mal nicht eingehalten. Der Mindestabstand sowieso nicht. Und die Masken sind ja oft zerknittert in der Hosentasche, in der Handtasche, hängen hier. Ich sehe mittlerweile, wie so ein Accessoire, haben viele ihre Maske hier am Arm einfach hängen, lehnen sich dann irgendwo an, irgendwo dagegen, sonst was. Ich meine, die Masken sind ja dreckiger als. Die sind ja mittlerweile auch ziemlich unhygienisch, die Masken. Ja. Naja, die Masken, sie sind dreckiger als die Luft, die man ausatmet. Ja, genau. Ja, im Zweifel, sagen das wir hängt mal. Man sich dann ans Gesicht. Ja, und nein, ich bin kein Herdentier, Schlafschaf und lasse mich als sowas bezeichnen. Ja, gut, musst du ja nicht. Ich sehe das schon, dass das was mit Herdentrieb zu tun hat. Das ist eben so, dass da Druck aufgebaut wird in der Gesellschaft, dass man eben die Leute fertig macht, die nicht dem Mainstream entsprechen. Das haben wir nicht nur bei Corona und Maskenpflicht und so weiter, das haben wir auch in ganz anderen Bereichen, dass man in diesem Staat den Eindruck hat, jede Meinung, die nicht linksgerichtet ist, gilt als rechtsextrem. Ja, also es gibt keine bürgerliche Mitte mehr, die nicht in eine rechte Ecke gestellt wird. Das ist so mein Eindruck. Da solltet ihr auf jeden Fall mal drauf achten, ob ihr diese Anzeichen auch seht. Und das ist doch das, wovor man warnen muss. Also, dass wir unsere Freiheiten verkaufen. Es geht um die Freiheiten, genau. Ja, dass man nicht nur das Recht hat, eine Meinung zu haben und die hier auch auf YouTube zu sagen. Und vielleicht wird das Video auch nicht zensiert oder ganz wahrscheinlich wird es nicht zensiert. Es geht nicht nur darum. Es geht auch darum, dass man von der Gesellschaft fertig gemacht wird, wenn man nicht dem Mainstream folgt. Und da müsst ihr mal überlegen, ob ihr in so einer alles ist Mainstream, Radio, weiß ich nicht, immer die gleichen drei Songs jede Stunde in so einer Welt leben wollt, wo alles normiert ist, wo selbst vorgeschrieben ist, wie krumm die Gurke sein darf. Das führt jetzt völlig vom Thema ab, ne? Aber da sieht man eben auch, die EU hat sich auch schon irgendwo verloren in Vorschriften, die sie dann wieder zurücknehmen musste, weil sie gemerkt hat, eigentlich ist es nicht ihre Aufgabe, die Krümmung einer Gurke zu kontrollieren. Andere Sachen wären vielleicht wichtiger, nämlich womit ist die Gurkenschale behandelt worden und solche Sachen. Aber ja, so, dann schreibt er hier weiterhin, der Patrick, wenn du dann schon so ein Revoluzzer bist, der sich im Alleingang mit Ausnahme einiger Fürsprecher, die du ab und zu dabei hast, gegen jede Konvention und Gebote stellst, verstehe ich dein kulinarisches Konsumverhalten mal so gar nicht. Also erstmal zu dem ersten Satzteil, ich stelle mich doch nicht gegen jede Konvention und Gebote. Ja? Nein, wir also, wissen alle, dass Urban Exploration eine rechtliche Grauzone sein kann, wenn man in Lost Places reingeht und da vielleicht mal im Erdgeschoss durch ein Fenster geht, ja, das seit 20 Jahren offen nur ist. Weil man eben über die Dinge nachdenkt und sie nicht einfach schluckt, heißt noch lange nicht, dass man sich automatisch immer gegen alles stellt. Nur weil man die Sachen in Frage stellt, überlegt, warum ist es so, wie kommt es, was hat das für Auswirkungen. Das bedeutet ja nicht, dass man sich automatisch gegen alles stellt, nur weil man sein Gehirn einsetzt. Nee, eben. Also, und ja, Urban Exploration ist eine Grauzone, aber das ist eigentlich, also da gehen wir ja auch gewissenhaft mit den Gebäuden um. Wir gucken schon, also ja, auch da vertrete ich eine etwas andere Rechtsauffassung, dass ich sage, der Hausfriede, bei dem es um Hausfriedensbruch geht, der kann ja gar nicht gestört sein, wenn jemand 20 Jahre sein Fenster offen stehen lässt und das Gebäude vergammeln lässt und hinten kracht schon die Wand ein. Also da kann man ja nicht sagen, dass da irgendjemand noch ein Interesse daran hat, dass da niemand reingeht, außer vielleicht derjenige, der die Gebäudehaftung dann im Nacken hat, weil er Angst hat, dass sich jemand verletzt und er dann dafür haftbar gemacht wird. Ja. Da sage ich aber auch, hallo, wenn man in ein komplett baufälliges Gebäude reingeht, dann kann man ja wohl so ein Risiko auch auf sich nehmen und kann es einschätzen. Und wenn man man ist selber schuld, wenn man es falsch eingeschätzt hat. Ja. Das ist nämlich genau das Problem, das wir haben, dass uns immer mehr Selbstverantwortung weggenommen wird, immer mehr Sachen werden verboten, weil man sagt, es ist zu gefährlich. Du darfst die Gleise nicht überqueren am Bahnhof, es ist zu gefährlich, es könnte dir hinzukommen. Interessanterweise gibt es Haltepunkte in der Pampa hier in Thüringen, da musst du über die Gleise gehen, weil es gar keine Treppe zum Bahnsteig gibt. Die sind einfach nebeneinander und du musst über die Gleise gehen. Da gibt es dann eine definierte Stelle, wo man drüber gehen darf, aber gehst du 2 Meter daneben drüber, kriegst du Ärger. Also das ist auch teilweise berechtigt, teilweise aber auch nicht. Hier kommt es immer ein bisschen auch darauf an, wo das Signal steht, das den Zug ja anhalten soll. Ne? Klar,
Aber mal mit ein bisschen Menschenverstand drangehen, wenn man ein bisschen was von Bahnverkehr versteht, dann kann man vielleicht auch eine Gefahr einschätzen. Natürlich ist es Wahnsinn, an einer ICE-Strecke hinter der Kurve über die Gleise zu gehen. Ja. Würde ich niemandem raten, denn ihr hört den ICE auch nicht unbedingt kommen, je nachdem, wie der Wind steht, Es ja? geht so schnell, bis du hörst, ist er schon da. Ja, aber an einem Regionalbahn halt, wo man die Strecke auf hunderte Meter einsehen kann, da mal eben übers Gleis zu gehen. Naja, also wie gesagt, in manchen Gegenden muss man das sogar so machen, weil es gar keine Treppe gibt. Aber wenn eine Treppe da ist, muss man die plötzlich wieder benutzen. Also es ist, Ja, es muss. das sind eben so Sachen, das wird immer schlimmer werden, ja? Dass man dann irgendwann überhaupt nichts mehr machen darf. Man muss im Prinzip die ganzen Kinderspielplätze sperren, Ja, denn weil es es kann ja sein, dass ein Kind könnte von ein der Kind sich, Schaukel fällt, ja. sich verletzt. Also die Leute können einfach nicht mehr mit Risiken umgehen und können die nicht mehr einschätzen. Und wenn man sie aber auch nicht mal ihre Erfahrung machen lässt, das gilt ja bei Kindern genauso. Ja, Ein genau. Kind muss auch mal irgendwo runterfallen, um zu lernen, hoppla, wenn ich so unvorsichtig bin, dann tut es auch mal Ja, weh. genau. So, und wenn ich aber jedem verbiete, seine Erfahrung zu machen, zum Beispiel auch die Erfahrung zu machen, naja, wenn ich halt ohne Maske in vollen Zug einsteige und hinterher Schnupfen habe, dann ist es halt so. Aber wenn ich diese Erfahrung schon nicht mal mehr machen darf, und selbst, obwohl die, also selbst wenn die Krankenhäuser nicht aus allen Nähten platzen, Ja, es ist ja nicht der Fall bei uns in Deutschland. ist in Überhaupt Deutschland nicht nicht. der Fall. Nein, nein. Ja, und man kann nicht einfach sagen, Maßnahmen, die in Indien notwendig sind oder in den USA, und das wähle ich jetzt, ich sage jetzt irgendwelche Länder, ich habe das nicht geprüft, ob das da notwendig ist, die kann ich nicht eins zu eins nach Deutschland übernehmen. Ich muss immer die Lage betrachten. Und ich kann auch nicht eine volle Berliner U-Bahn gleichsetzen mit einem Regionalexpress in Thüringen, wo zwei Leute drin sitzen, weil gerade Ferienzeit Ja, ist. stimmt. Und das alles wird unter einen Kamm geschert und über eine, Ja. ja, alles über eine. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Alles Ihr über wisst, einen was ich Kamm sagen geschert. soll, ja. Es wird nicht individuell geprüft. Genau, und es wird auch nicht mehr mit Augenmaß an die Nee, Sachen nee. rangegangen. So, jetzt sagt er versteht mein kulinarisches Konsumverhalten so gar nicht. Bei Mc's fressen, weil es in der Corona-Zeit nichts anderes gibt. What the fuck? Auf welchem Planeten lebst du? Fragwürdige Multimillionen-Dollar-Unternehmen unterstützen, aber sich gegen die Maskenpflicht auflehnen. Also, Ja, pass auf, das ist ganz einfach. Erstens erstmal mal. hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber abgesehen davon. Ja, also zu der Zeit war Lockdown. Es gab kaum andere Möglichkeiten. Und bei McDonald's weiß ich jedenfalls, dass ich bei 99% der McDonald's-Niederlassung mit Karte zahlen kann. Und wenn ich zu irgendeinem komischen kleinen Laden gehe, der immer noch nicht den Ruf der Zeit verstanden hat Dann und das musst du Geld, erstmal deine Kupfermünze dann muss ich erstmal ausgraben. meine Musst du Kupfermünzen irgendwo erstmal herkriegen. deinen Geldsack erstmal hier Ja, ranschaffen weil und wenn ich dann zum deine. Automaten gehe und sage, so bitte Geld ausspucken, dann kommt der 100-Euro-Schein raus und Ja. dann möchte ich damit drei Brötchen und Kaffee bezahlen, dann heißt es, haben Sie es nicht kleiner. Ja, also, naja, manche haben den Ruf der Zeit halt noch nicht gehört. Bargeld wird gerade verteufelt, übrigens auch zu Unrecht, weil nämlich immer noch keine Schmierinfektionen nachgewiesen sind. Für Stimmt, Corona, ja. für andere Ja. Krankheiten schon, aber nicht für Nicht für Corona. Corona, ne? Also, da regt sich auch die Arbeitsgemeinschaft der Geldautomaten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, so ungefähr. Also so eine Arbeitsgemeinschaft von Unternehmen, die Geldautomaten befüllen, die regt sich auch zu Recht darüber auf, dass das Bargeld jetzt so verteufelt wird. Ja. Obwohl es in Sachen Corona nicht als Krankheitsüberträger nachgewiesen ist. Nee, ja. Und das ist auch wieder das. Da wird einfach vorsorglich gegen irgendwas gehatet, gegen Bargeld gehatet, weil das ja sein könnte, dass vielleicht man dadurch auch mal ein Coronavirus überträgt. Obwohl das überhaupt nicht Also die. stimmt. Ja, also einfach die Möglichkeit, die bloße Möglichkeit reicht aus. Ja. Und deswegen komme ich zurück zu meinem Beispiel, die Möglichkeit, dass wenn ihr auf die Straße geht, dass euch ein Fahrradfahrer umfährt, selbst wenn er da rechtswidrig auf dem Fußweg fährt, die ist einfach mal da, die Möglichkeit. Und deswegen dürft ihr in Zukunft vielleicht nur noch mit einer Mit Schutzanzug, ja. Schutzwarnjacke auf die Genau. Straße gehen, ne? Und mein Vorschlag wäre ja ein anderer. Mein Vorschlag wäre ja, wir machen eine Zweiklassengesellschaft, die haben wir sowieso schon, weil das Thema Maskenpflicht ja die Gesellschaft Ja. spaltet. Und dann machen wir es doch einfach so, ein Waggon für die Maskenträger, ein Waggon für die Leute, die keine Masken tragen wollen Im und dann Zug. separiert man im Zug die Leute. Oder im Bus oder so. Oder wenn das nicht geht, weil nur ein Zugteil fährt, dann muss man halt sagen, okay, zur vollen Stunde, also zur geraden Stunde, also 10 Uhr, 12 Uhr und so weiter, da fährt der Zug mit Maskenpflicht und dazwischen in den ungeraden Stunden fahren die Züge ohne Maskenpflicht, das kann man ja dann so ausweisen.
Und wenn ihr jetzt denkt, was ist denn das für eine verquere Denke, die ist überhaupt nicht verquer. In den 70er Jahren, da gab es Raucherabteile und Nichtraucherabteile im Zug, es gab Raucherwaggons und Nichtraucherwaggons und im Bus oben wurde geraucht und unten nicht. Ich weiß noch, im Restaurant, genau. Hier die Nichtraucherecke und da die Raucherecke, das. Ja, und das, womit man ja diese Maskenpflicht im Zug, selbst wenn man da alleine drin sitzt, rechtfertigt, ist ja, dass man Aerosole verteilt. Ihr atmet ja Aerosole aus und wenn dann der nächste Fahrgast einsteigt, dann ist schon alles voller Aerosole. Ja, das ist aber dummerweise beim Rauchen genauso. Genau. Und wenn ich mal sagen darf, was ich glaube, weil wir hatten es vorhin im Thema Glauben, ich glaube, dass sich die Viren in der Atemluft und in der Raumluft genauso verteilen, wie sich der Geruch von Zigarettenrauch verteilt oder wie sich Aerosole von Diesel verteilen. Das heißt, wenn ihr die Diesellok, die im Bahnhof steht, 5 Bahnsteige weiter noch riecht oder den Raucher am anderen Ende vom Bahnsteig auch noch riechen könnt, dann denke ich, dass wenn der Raucher Corona hat oder auch wenn er gar kein Raucher ist, der Mensch, der Corona hat und ausatmet, dessen Teilchen fliegen genauso rüber, hunderte Meter. Also, oder sagen wir mal mehrere Dutzend Meter und man kann sie einatmen. Und das ist dann eine Frage der Konzentration, ob man davon krank wird oder nicht. Ja, und außerdem, man riecht ja den Zigarettenrauch auch durch die Masken durch. Man riecht den Rauch durch die Masken durch. Wir hatten letztens Leute, die haben sich noch eine Zigarette schnell durchgezogen, Maske aufgesetzt, in den Bus eingestiegen, die haben danach gestunken wie die Aschenbecher. Also ihre Masken haben ihre Aerosole definitiv nicht abgehalten. Die haben geraucht und man hat deren Zigarettengeruch zum einen durch ihre Masken noch durchgerochen und durch die andere. Also du kannst sie auch noch durch die eigene Maske durchriechen. Durch die eigene Maske dann auch noch. Also deswegen, es bringt gegen Aerosole sowieso nichts. Ja, wie wäre es denn, wenn du einmal in deinem Leben über deinen Schatten springst, dich einmal an die Regeln hältst, die im jeweiligen Unternehmen zurzeit gelten und die für 10 Minuten einen Lappen, also dir meint er, für 10 Minuten einen Lappen vor die Nase hängst, dann aber dein Essen in einem kleinen Unternehmen bestellst, davon haben nämlich genügend auf, trotz Covid-19. Also wie gesagt, damals hatten nicht genug auf, jetzt vielleicht schon, aber sorry, das ist mir einfach zu blöd, dann hänge ich mir so einen Lappen hin, dann setze ich mich ins Restaurant und dann, Kellner, können Sie mir bitte ein Desinfektionsmittel und irgendwie so eine Schale und einen Lappen geben, ich muss mir die Hände waschen, damit ich mir die Maske aufsetzen kann und auf die Toilette gehen kann. Ja. Es ist doch einfach nur affig, warum sollte ich das machen, ja? Und ja, natürlich, das ist auch eine Form von Freiheit, dass die Unternehmer ihre Regeln selber definieren können und sagen können, bei uns ist Maskenpflicht, bei uns ist Schuhpflicht, bei uns ist weißes T-Shirt Pflicht oder was auch immer und wenn du das nicht trägst, kommst du hier nicht rein. So, kann man machen, aber kann man nicht machen als Deutsche Bahn. Da unterliegt man nämlich der Beförderungspflicht oder auch so ein Busunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr. Da unterliegt man der Beförderungspflicht. Da kann man nicht einfach sagen, deine Frisur gefällt mir nicht, deine Kleidung gefällt mir nicht, deine Religion gefällt mir nicht, dein Alter gefällt mir nicht, dein Geschlecht gefällt mir nicht. Das funktioniert da nicht. Ja, das funktioniert in der privaten Wirtschaft auch nur eingeschränkt wegen des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Aber zumindest Bekleidungsvorschriften sind da nicht umfasst. Ich könnte den Leuten also vorschreiben, was sie zu tragen haben, bevor sie in den Supermarkt kommen dürfen. Dass man da also nicht im Schlabberpulli einkaufen darf und so. Könnte man alles machen. Müsst ihr euch nur mal überlegen, ob ihr so eine Gesellschaft haben wollt, wo man sich erst einen Anzug anziehen muss, bevor man in den Supermarkt einer gewissen Klasse rein darf oder so. Aber könnt ihr mal überlegen. Zwei Klassengesellschaft, ne? Die Maskenträger und die Nicht-Maskenträger. Die einen nehmen den einen Zug, die anderen nehmen den anderen Zug. Vielleicht ist der Zug mit Maskenpflicht ein bisschen billiger als der andere. Erste Klasse, zweite Klasse könnte man dafür ja eigentlich auch hernehmen. Könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr so eine Gesellschaft haben wollt. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht doch richtig, dass so Leute wie ich jetzt mal so ein Video raushauen und mal zum Nachdenken anregen, ob das die Gesellschaft ist, in der wir leben wollen, zu der wir uns nämlich jetzt hier gerade so entwickeln. Ja, Patrick schreibt dann noch, er bedauert, dass er das so drastisch sagen muss. Ich habe mich seit Wochen damit zurückgehalten und wollte nichts dazu sagen, weil ich weiß, dass Online-Diskussionen nichts bringen, du sowieso jetzt mit unzähligen Gegenargumenten entgegnest. Ja, habe ich gemacht. Und ich damit den Grundstein für eine endlose Diskussion mit Leuten, die deine Meinung teilen, lege. Aber, wie ich anfangs schon sagte, gab es mal Zeiten, in denen ich mich auf deine Videos gefreut habe. Jetzt nervst du nur noch aus genannten Gründen und ich musste mir an dieser Stelle einfach mal Luft machen. Ja, kannst du gerne machen. Also, möchte ich auch gar nicht kritisieren. Ich nehme diesen Kommentar ja dankbar auf, deswegen machen wir ein ganzes Video darüber. Also nicht, weil wir dich runtermachen wollen, lieber Patrick, sondern weil wir das schon ernst nehmen, dass du deine Meinung hast und dass du hier zu Wort kommst und dass das nicht in den Kommentaren einfach versauert. Ja, genau, und wir haben ja auch unsere Meinung und gerade du eben, weil es ist ja dein Kanal, nimmst eben jetzt dazu Stellung.
Ja, genau. Aber ich mache ja jetzt nicht deine Meinung runter. Ich habe Nee. einfach nur eine andere und bringe meine Argumente Genau. und du hast deine Also du Argumente und das. kommentierst ja seinen Kommentar jetzt auf Ja. deine Art und Weise mit einem Video. Das ist eigentlich sehr löblich. Ja, also weil ich auch, ich möchte dem auch die Aufmerksamkeit eben geben, damit das Ja. jetzt nicht da unten in der Ja, klar. Kommentarspalte Ja, versauert. man muss da ja auch schon mal drüber geredet haben, also über diese Ja, Ansicht. also ich meine, wir wollen auch niemanden anstecken, wir wollen nicht angesteckt werden, wir wollen einfach nur eine öffentliche Diskussion über Sinn und Zweck einzelner Maßnahmen und dann am Ende Maßnahmen auf Augenmaß, die auch verhältnismäßig sind und so weiter. Und das kriegen wir von der Regierung aktuell nicht. Denn diese Debatten, die wir hier gerade führen in diesem Video, die müsste eigentlich auf bundestag.de und im Parlamentsfernsehen geführt werden Ja. oder so, ja. Oder auch auf Ministerialebene von mir aus. Aber da müsste man auch mal die Bevölkerung mit einbinden und mal sehen, lassen, durchblicken lassen, dass man sich wirklich mit medizinischen Argumenten, mit psychologischen Ja. Argumenten, mit verhaltensforscherischen Argumenten, Ja, mit Verhaltensforschung, dass Langzeitfolgen. das alles in die Waagschale gelegt wird und dass man dann sagt, und aus diesem und jenem Grund entscheiden wir uns jetzt erstmal dafür, diese Maßnahme nochmal um 2 Wochen zu verlängern und hier nochmal nachzujustieren. Ja? Und Maskenpflicht ist ja auch nicht überall gleich. Es gibt ein Bundesland, ich meine, es wäre Rheinland-Pfalz gewesen, wo es erlaubt ist, im Zug keine Maske zu tragen, wenn man mit Leuten aus dem gleichen Haushalt sitzt und sonst im Umkreis von 1,50 Meter niemand sitzt. Und erst wenn sich jemand dazusetzt, der nicht zum eigenen Haushalt gehört, muss man sich die Maske aufsetzen. Warum kriegen denn das manche Länder besser hin, mit Augenmaß zu regeln und andere Länder nicht? Da muss man doch mal öffentlich drüber diskutieren dürfen. Ja, Berühmtheit bringt große Verantwortung mit sich und denk einfach mal darüber nach, welche Personengruppe du mit deiner Haltung Nährstoff gibt. 17.000 Fans hast du damit schon zu 100% sicher. Weiß ich jetzt nicht, wen er da jetzt meint, ob das jetzt irgendwelche rechtsextremen Gruppen sind, die dann gleich auf irgendeinen Zug aufspringen. Ja, das ist einer unserer Meinung. Aber dazu muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich habe es auch letztens in einem Video gesagt, oder der Martin Werle, den hatte ich ja auch schon mal verlinkt, in der Endcard vom letzten Maskenpflichtvideo, der hat es eben richtig gesagt, nur weil irgendein Neonazi vielleicht die gleiche Meinung vertritt wie ich, Deswegen darf ich bist jetzt du, diese Meinung nicht mehr genau, und vertreten? deswegen bist du ja nicht automatisch ein Neonazi. Genau, weil Ja. das nämlich gar keine Neonazi-Meinung ist. Er hat eben auch ganz normale Meinungen zu manchen Themen. Und Ja. nur weil manche Leute in manchen Bereichen Themen vertreten oder Ideologien vertreten, die man nicht gutheißt, heißt es auch nicht, dass man die anderen Meinungen, die solche Menschen vertreten, nicht vertreten darf. Also wir haben es letztens mal darauf runtergebrochen, dass wir sagen, also wenn Hitler Vegetarier war, dann heißt es doch nicht, dass Dass alle heutzutage keiner mehr Vegetarier, Vegetarier ja sein genau, darf. weil es ist alle Vegetarier Sich mit Hitler Hitler, genau, sympathisieren, so. ja. Das ist doch alles Quatsch, sowas. Naja. So. Dann hat hier noch der Stammzuschauer Radfahrer Productions hat uns so ein bisschen vermisst. Der hat darauf geantwortet, ne, und hat also gesagt, wenn du noch dabei gewesen wärst, dann hätte es was gebracht für das Video. Ja, wir haben irgendwie noch keinen geeigneten Lost Place gefunden, wo wir es hingeschafft hätten, um was zu drehen, Ja, aber. oder das war dann aufgrund von Zeitmangel ein bisschen schwierig handelbar. Also Ja, aber wir sind an der Sache wir dran. sind an der Sache dran, ja. So, und sonst hat er dazu geschrieben, was mich an den Indoktrinationssprüchen so nervt, ist dieses von oben herab, womöglich noch ein parentiales Du, dann kommt mir gleich die Galle hoch. Wenn ich ein untaugliches Fusseltuch vors Gesicht binden muss, das laut Herrn Lauterbach selbst nichts wirkt, dann ist das doch nicht verantwortungsvoll, sondern unverantwortlich, zumindest aber unverhältnismäßig. Ja, also, das ist eben genau das Ding. Man kommt auf den Bahnhof und dann heißt es schon, schön, dass Sie da sind. Mit uns kommen Sie auch an schwierigen Zeiten sicher an Ihr Ziel. Bitte tragen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung im gesamten Bahnhof und im Zug und so weiter. So, damit geht's schon los. Ihre Mund-Nasen-Bedeckung. Dass manche Leute vielleicht gar keine Nase haben, weil sie behindert sind, dass sie gar keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen, vielleicht haben sie da sogar ein ärztliches Attest für, das fällt alles unten hinten runter. Und das ist deswegen ein Problem, weil dieser Mensch, der mit dem ärztlichen Attest dann da käme, der wird dann trotzdem runtergemacht von der Gesellschaft, weil die Ansage ja gesagt hat, tragen Sie Ihre Ja, Mund-Nasen-Bedeckung. Die genau. sagt ja nicht, bitte nehmen Sie Rücksicht auf Fahrgäste, die sowas nicht tragen können und halten Sie zu denen ganz besonders großen Abstand oder Ja, so. Wird ja alles nicht nee, gemacht. wird nicht gemacht. Also es ist wirklich, es kommt einem vor wie Gehirnwäsche. Wie in den Science-Fiction-Filmen, die man sich damals so als Jugendlicher reingezogen hat, wo man dann immer auf der Straße so Ansagen waren vom Konzern. Bitte achten Sie auf das und bitte achten Sie auf das und kaufen Sie sich jetzt das und. Bitte halten Sie sich an die Schließzeiten, wo dann ab abends so und so viel Uhrzeit kein Mensch mehr draußen sein darf, weil es sonst erschossen wird oder sonst irgendwas.
Also, es fühlt sich auf jeden Fall alles nicht gut an und das macht eine Menge mit den Leuten. Und ich glaube, viele sind einfach nur deswegen so aggressiv drauf, weil sie diese Maske tragen in der Öffentlichkeit, weil sie sich dazu verpflichtet fühlen, entweder gesetzlich oder von der Gesellschaft her, weil sie Weil es meinen, sie kriegen auf einfach den ein Deckel. unglaublicher Stress ist. Das ist Stress, natürlich. Man Es ist kriegt kein, man Stress kriegt nicht pur. richtig Luft, Ja. man fängt an zu schwitzen. Wenn man keine Maske trägt, schwitzt man aber auch, weil man mit Gegenwind von Mitbürgern Ja, rechnet und so genau, weil man ja weiter. ständig Angst hat, man wird beobachtet, Man man hat fühlt Angst, aus dem sich Laden rausgeschmissen beobachtet, zu werden, ja aus dem Zug genau, rausgeschmissen zu oder werden. böse angesprochen zu werden, geschimpft Und zu werden. deswegen ist man die ganze Zeit aggressiv. Ich bin Ja. auch die ganze Zeit aggressiv da draußen Da man unterwegs, gebe ich zu. ununterbrochen angespannt ist. Ja. Ohne Maske ist man ununterbrochen angespannt, Und wenn mit man, Maske aber und auch. mit Maske aber auch. Und das wird nicht nur uns beiden so gehen, das wird auch den anderen Menschen so Ja. gehen. Und deswegen sind gerade alle so schlecht drauf. Ja, Und genau. statt dass wir alle mal an einem Strang ziehen und überlegen, Leute, wie können wir es denn hinkriegen? Denn es gibt ja jetzt schon Untersuchungen, sagte ich ja, dass die Maske auch den Träger schützt und so. Wie können wir da hinkommen, dass jeder das trägt, was er tragen möchte, ohne dafür in der Öffentlichkeit schief angeguckt, fertig gemacht zu werden und so weiter? Wie kommen wir also zu einer freien, liberalen Gesellschaft? Das müsste doch die Frage sein, statt dass wir uns hier einfach zerfleischen, weil die einen gerne eine Maske tragen, Und die die anderen. anderen nicht gerne, aber es nicht zugeben und die Dritten es verweigern. Was soll denn das, die Gesellschaft da so zu spalten? Denn wir sitzen doch in allem, alle in einem Boot. Genau, das ist doch das, was eben gesagt wurde. Hey, wir sitzen doch alle in einem Boot. Hat bestimmt, glaube ich, in dem Hat der Kommentar Patrick ja unter anderem gesagt, auch mit drin. genau. Genau, ja. Und deswegen sollten wir uns doch in diesem Boot auch mal, also vielleicht nicht, weil es ein Boot zu eng ist, wegen Mindestabstand und so, aber lass uns doch mal zusammensetzen, virtuell wenigstens, mit Mindestabstand und diskutieren und das dann auch in die Entscheidungsgremien tragen, also an die Regierung rantragen, Petitionen machen und so weiter, wie wir in Zukunft vernünftig miteinander umgehen können, sodass niemand mehr als nötig gefährdet wird. Ja. Aber man sich auch so weit frei entfalten Ja, kann, wie es dass geboten man ist. einfach auch nicht mehr so extrem diskriminiert wird. Ja, ich meine, weil wenn wir dieses Argument mit dem Infektionsschutz ad absurdum führen, und das ist ja eigentlich auf dem besten Weg dahin, dann müssen wir wirklich auch sagen, Straßenverkehr ist gefährlich, Rauchen ist gefährlich, Alkohol ist gefährlich, zuckerhaltige Getränke sind gefährlich, müsste man eigentlich alles besser Ja. unter Kontrolle bringen. Ja. Das wird aber auch nicht gemacht, ja? Also ich würde zum Beispiel als erstes die Autobahn sperren. So viele schwere Unfälle, wie auf Autobahnen passieren, passieren auf anderen Straßen nicht, weil da nicht so schnell gefahren wird. Oder wie viele Leute sterben, weil sie rauchen? Wie viele Leute sterben an Alkohol? Ja. Wie viele Leute werden krank durch überhöhten Zuckerkonsum? Genau. Wird da irgendwas gemacht? Nein, da gibt es ja Lobbyarbeit. Da gibt es Lobbyarbeit, ja. Aber es gibt keine Lobby der Anti-Masken, also der Maskengegner. Da gibt es kaum eine Lobby. Das Einzige, was ich versuche, ist die Wirtschaft auf meine Seite zu kriegen, indem ich sage, Leute, euer ganzer Einzelhandel, Gastronomie, ihr könnt alle pleite gehen, wenn ihr nicht mit mir gegen die Maskenpflicht kämpft. Denn ich werde nicht mit so einem Fusseltuch ins Restaurant gehen. Ja. Solange werde ich nicht essen gehen. Das ist einfach so. Da lasse ich Lieferando hier was kommen. Ich meine, die Läden, die liefern, die gehen ja dann eben doch nicht pleite, weil sie mir ja das Essen liefern. Also ich unterstütze ja schon, die kriegen ja mein Geld, so ist es ja nicht. Wenn der stationäre Supermarkt nichts mehr verkauft, weil ich nur alle 2 Monate mal hingehe, um ein bisschen Tiefkühlwaren und sowas zu kaufen, und alles andere, was paketversandfähig ist, kommt hier alle 1, 2 Wochen per Lebensmittellieferung und DHL. Also ganz ehrlich, meine DHL-Aktien freuen sich über das, wie sich das entwickelt hat. Und meine Amazon-Aktien freuen sich auch. Also, Ja. sorry, das sind große Konzerne und ich sehe auch das Problem, dass wir in eine Welt weniger Konzerne reinlaufen, Google, Amazon und so weiter. Ja, Google ist ja noch gar nicht mal der Konzern, der heißt ja Alphabet. Die Gefahr sehe ich auch. Aber trotzdem muss ich auch wirtschaftlich denken und gucken, wie kann ich meine Vermögenswerte aufbewahren. Und wenn ich mir Geld unter das Kopfkissen lege oder auf das Konto einer Bank, die morgen pleite ist, da ist das Geld nämlich irgendwann weg. Und da muss man sich dann überlegen, ob man nicht einen Teil seines Geldes eben in solche Aktien steckt oder solche Aktien oder solche Aktien. Und ja, ich habe auch einen Aktienfonds, wo Tabak drin ist, obwohl ich Rauchen dumm finde. Aber wir können auch nicht, also es ist einfach dumm zu sagen, wir halten uns aus allem raus, was wir schlecht finden. Wir investieren nur in nachhaltige Unternehmen. Wir kaufen uns nur die Aktien, nur das, nur das. Und wir lieben Bargeld, wir hassen Bargeld. Irgendwie so eine Schubladendenke, das funktioniert nicht. Man muss mehrgleisig fahren, um sich über Wasser zu halten, ja, um seine Vermögenswerte irgendwie zu erhalten, aufzubauen, zu vermehren und so weiter. Und da kann man nicht einfach
sagen, ja, das sind ja böse Konzerne und McDonald's und da kann man nicht, da kann man ja nicht essen gehen. Also wir haben ganz viele Probleme, ja. Egal, ob ich jetzt im Restaurant einen Burger esse oder bei McDonald's. Die große Frage ist doch, wie ging es dem Tier, das da als Patty zwischen meinen Brotscheiben oder Brötchen liegt, ja? Das sind zum Beispiel so Probleme. Letztens habe ich auf der Autobahn so einen Tiertransporter gesehen, da standen die Schweine da drin und haben rausgeguckt. Das ist doch alles, also über sowas muss man sich auch mal Gedanken machen. Ja. Und diese Themen, die fallen gerade vollkommen unter den Tisch, ja. Ja. Und das ist traurig, ja. Das soll es jetzt gewesen sein. Das Video ist wieder viel zu lang geworden, aber das lag uns jetzt mal auf der Seele, so einen Real Talk zu machen. Und das diente auch dazu, den Leuten, die gerne Urbex gucken wollen, jetzt nicht diese ganzen politischen Themen ins Urbex-Video reinzupressen, bis ihnen der Lost Place nicht mehr gefällt, den sie da sehen. Sondern da war ja jetzt von Anfang an klar, in diesem Video gibt es keinen Lost Place zu sehen. Wer Lost Place sehen will, braucht sich das Video nicht anzutun. Also haben wir das jetzt einfach mal ganz klar getrennt. Wobei du in dem letzten Video jetzt auch gar nicht wirklich viel über die Maskenpflicht gesprochen hast. Nein, nur am Rande, am Anfang und am Ende so ein bisschen. Und das berührt uns halt auch sehr, weil das unser Alltag ist. Unser Alltag ist halt, uns mit der Maskenpflicht auseinanderzusetzen, uns mit dem Mindestabstand auseinanderzusetzen, denn wir machen das wenigstens noch. Mhm. Wir versuchen ihn wenigstens noch einzuhalten, wo es geht. Ja? Andere behaupten das auch, ja, wo es geht, machen wir das. Es geht viel mehr, als man denkt. Man muss einfach mal auf der Treppe kurz oben warten, bis die Person vor einem mal 5 Stufen runtergegangen ist und nicht gleich der im Rücken pusten, im Nacken pusten und so. Ja. Aber also da vermissen wir ganz viel Rücksichtnahme. Und da ist die Maske nun wirklich nicht die einzige Art, Rücksichtnahme auszudrücken. Nee. Das wollten wir euch noch mit auf den Weg gegeben haben. Urbex gibt es dann wieder Freitag um 15 Uhr, leider nicht mit uns beiden, weil wir das noch nicht geschafft haben. Wir arbeiten dran, wir kriegen das schon mal wieder hin, aber ja, wir arbeiten dran. Es ist nicht so leicht. Nee, genau. Das ist nicht leicht. Also dann, macht's gut und vor allem bleibt gesund und ich meine das ernst. Ja. Ja, also, bis bald. Ciao.